Schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und wir machen weiter mit Mythbusters. Die nächste Folge ist am Start. Ihr habt richtig coole Mythen reingeschrieben, die wir dann Stück für Stück testen werden. Falls dir das Video gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn du nicht abonniert hast, kannst du auch gerne abonnieren. Und einige wundern sich, warum der Mythos von ihnen nicht reinkommt. Das hat eigentlich zwei Gründe. Meistens, erstens, wir hatten diesen Mythos schon. Wir haben mittlerweile 52 Folgen da. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es schon mal hatten. Oder zweitens, dieser Mythos ist kein Mythos, sondern ein Fakt oder so. Klar, dass es entweder stimmt oder nicht stimmt. Aber ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem Video. Der erste Mythos lautet: Mythos, wenn du bei der Boss G nachladest, dann fliegen immer zwei Patronen raus. Wenn du aber nur einen Schuss nachlädst, dann fliegen trotzdem zwei Patronen raus, obwohl da schon einer rausgeflogen ist. So, wir werden das jetzt probieren. Ich werde als erstes zweimal hintereinander schießen. Achtet mal drauf. Gut, ich muss zugeben, das ist echt schwierig zu sehen, weil es halt extrem schnell geht. Deswegen wiederholen wir das gleich in der Zeitlupe, damit wir auch wirklich sehen können, wie viele Patronen denn rausfliegen. So, ich werde jetzt zweimal hintereinander schießen. Das erste Mal habe ich jetzt geschossen und jetzt das zweite Mal. Jetzt lade ich nach, meine Freunde, angehalten. Ihr seht, da fliegen zwei Patronen weg. Also bei zweimal schießen fliegen zwei Patronen weg. Aber wie sieht es denn aus, wenn ich einmal schieße, einmal geschossen und da fliegt nur eine Patrone raus? Ziemlich gut von Ubisoft, haben die gut gemacht. Und damit wäre der Mythos falsch, sprich, wenn man einmal schießt und nachlädt, fliegt auch nur wirklich eine Patrone raus. Da hat Ubisoft wirklich gut gearbeitet, muss man sagen. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos, wenn man mal seine Ladung an einen nicht verstärkten Dropper wirft und Fuse von oben fusen will, stirbt Fuse, weil er seine Clustergranaten an der Decke von Warmine sein Gadget hängen bleibt. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert oder nicht, meine Freunde. Fuse ist oben. Ich werde jetzt ganz entspannt meine Warmine-Ladung hinplatzieren. Drei Stück sollte eigentlich reichen, um die Fuse-Ladung aufzusammeln. So, Fuse ist oben und wird jetzt gleich seine Fuse-Ladung anbringen. So, und ich bekomme schon die Punkte und Fuse stirbt, wenn er denn oben bleibt. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also Mythos ist schon mal wahr und da muss man halt echt aufpassen, ne, ob man da wirklich stehen bleibt oder nicht. Wir probieren das mal nochmal aus, aber jetzt bin ich unten, damit ihr einfach sehen könnt, wie das denn aussieht. Fuse wird gleich seine Ladung anmachen, tack, und die Ladung wird nach oben hingesaugt und Fuse stirbt und rollt ganz entspannt runter. Aber der Mythos ist wahr und ziemlich cool für Mai, würde ich sagen. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos, in der Reflexion eines ACOGs erkennt man die Map, die man gerade spielt, von oben. Das ist auf jeden Fall ein cooler Mythos. Ich habe jetzt Glass genommen, weil man bei Glass deutlich mehr sehen kann. Und meine Freunde, eins kann man sagen, das ist auf jeden Fall die Map-Filler. Sieht schon cool aus, also man befindet sich oben und ich weiß jetzt nicht, ob man die Map von oben sieht. Ich würde sagen, ja, ein bisschen von der Seite, also nicht komplett oben, aber dann müssten wir die Map auch von oben sehen, wenn wir quasi im Raum drin sind. Schauen wir mal, was dort reflektiert wird, ob da irgendwas reflektiert wird oder gar nicht. So, ich bin jetzt drin und dann bin ich mal echt gespannt, meine Freunde. Achtet mal drauf. Und ich würde sagen, das ist einfach der Raum, wo wir gerade drin sind. Also die Map von außen sehen wir nicht wie am Anfang, sondern ich werde richtige Sachen reflektiert, was ich auf jeden Fall richtig cool finde. So, jetzt nochmal bei der Statue, damit man sehen kann, dass es wirklich die Statue ist. Hier, meine Freunde, ist die Statue, die wird reflektiert und damit wäre dieser Mythos falsch und die Map wird nicht von oben reflektiert. Ziemlich nice. Nächster Mythos. Mythos, wenn ein Operator stirbt und seine Waffe auf dem Boden liegen, ist der Anhänger weg. Bin mal gespannt. So, wir haben hier einen süßen Bandit-Chibi. Jäger ist gestorben, sie haben ihn umgebracht. Und meine Freunde, wie wir erkennen können, ist dort der Chibi. Ich weiß nicht, ob es vorher anders war, aber seit dem neuesten sieht man auch immer den Chibi. Es kann auch sein, dass man die immer gesehen hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber ich würde damit sagen, dass der Mythos falsch ist. Chibis sieht man immer an den Waffen. Weiter geht's mit dem nächsten Mythos. Hey Peace, hier ein kleiner Mythos. Wenn du auf der Map Clubhouse beim Shipping Dock spawnst, siehst du rechts bei der Fensterreihe ganz vorne die Spiegelung vom Clubhouse, was nicht so viel Sinn ergibt. Ich glaube, du meinst diese Seite hier. Also man kann erkennen, dass das auf jeden Fall die Map Clubhouse ist. Aber ich würde sagen, das ist schon ein bisschen ja die Vogelperspektive. Und auf der linken Seite sieht man, glaube ich, auch das Gebäude. Wir gehen mal gleich dahin. Bin gespannt, ob es wirklich das ist oder nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich die Map von oben sehen. Aber die Frage ist halt, na, was macht die Spiegelung von der einen Seite auf der anderen Seite? Gibt, wie du schon gesagt hast, wenig Sinn. Wir schauen uns das mal an. Die vier Reiter und auf der linken Seite ist das Haus zu sehen. Mythos stimmt, aber ich habe
Immer noch keine Ahnung, warum das sich dort spiegelt, obwohl das gar nicht so sein sollte oder sein kann. Der Mythos ist zwar ziemlich nice, wäre mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos: Wenn man auf dem Map-Kanal beim Haupteingang nach rechts geht, hängt über der Brücke, die die zwei Gebäude verbindet, ein Schild, auf dem Westwegen steht, obwohl es in Richtung Osten geht. Wir gucken uns das mal an und ich glaube, du meinst das hier Westwegen. Achtet mal auf den Kompass, meine Freunde, hier geht es Richtung Osten, wie man sehen kann. Wir gehen mal auf die andere Seite, mal schauen, was dort oben steht. So, wir gucken mal nach oben und hier steht Eastwing und wenn wir da hingehen, gehen wir Richtung Westen. Es könnte auch heißen, dass quasi der Bereich hier auf der linken Seite Westwing ist und der Bereich auf der anderen Seite wirklich Eastwing ist. Kann auch heißen, dass man quasi, wenn man dort entlang geht, zum Eastwing hingeht. Also da war ich mir jetzt ziemlich unschlüssig. Deswegen, was sagt ihr? Gerne unten in die Kommentare. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos: Wenn ein Operator ein Gadget in der Hand hält, macht man weniger Schaden, als wenn er kein Gadget in der Hand hält. Ziemlich gespannt. Rookweste in der Hand. Er schießt auf meine Rookweste und ich bekomme 21 Schaden. Jetzt packe ich meine Rookwesten zur Seite. Mal schauen, wie viel Schaden ich hier bekomme. Und wieder 21. Das gleiche nochmal. Rookweste in der Hand. Er schießt auf die gleiche Stelle. Wieder 21. Also egal, was ich mache, meine Freunde, ich bekomme 21 Schaden. Und damit ist dieser Mythos falsch. Naja, weiter geht's mit dem nächsten Mythos. Und zwar: Mythos: Sivana kann mit ihren X-Kairos-Ladungen das Mira-Fenster kaputt machen, wenn Mira es in der Hand hält. So, ich habe geschossen. Wie wir sehen können, meine Freunde, fliegen die X-Kairos-Ladungen auf den Boden, sprich, die prallen ab. Zweiter Versuch das gleiche, beim dritten Versuch ebenfalls das gleiche. Aber wir haben uns die Frage gestellt: Was passiert denn, wenn ich die X-Kairos-Ladung auf eine unverstärkte Wand platziere und Mira dann ihre Fähigkeit einsetzt, sprich, ihre Fenster platziert? So, ich habe geguckt, wo denn die Fenster circa sein werden und habe es dann zielgenau platziert, noch nicht angezündet, bleibt da. Mira platziert die Fenster und wir schauen mal, was mit unseren X-Kairos-Ladungen passiert. Und sie fliegen runter und gehen nicht an, meine Freunde. Ziemlich cool. Jetzt machen wir das so, dass Mira die Fenster platziert, nachdem ich meine Ladung gezündet habe. So, platziert, wo die Mira-Fenster normalerweise platziert werden, gezündet. Mira wartet jetzt einen kleinen Moment. Mal schauen, ob da irgendwas passieren kann, ob sie das aufhalten kann oder nicht. Aber nee, sie kann die Fenster nicht platzieren. Jetzt machen wir das gleichzeitig, sprich, die Ladung geht gleichzeitig an und Mira platziert gleichzeitig ihr Mira-Fenster. Mal schauen, ob sie das so ähnlich wie mit Thermite Mira-Trick machen kann, meine Freunde. Aber das Mira-Fenster geht kaputt, das reicht nicht aus. Und damit ist dieser Mythos falsch. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es klappen würde. Naja, wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Hey Peace, ich habe einen Mythos für dich. Wenn du auf Clubhouse oben im Fitnessraum dich befindest, siehst du auf der Wand eine Deutschlandflagge mit 5 Sternen, obwohl Deutschland nur 4 Sterne hat. Also es geht um die Fußball-WM, wie man hier anhand der Flagge sehen kann. Und Deutschland hat da echt 5 Sterne. Das ist nicht der einzige Fehler. Und zwar habe ich mir hier auf die linke Seite geguckt und dort steht mal Deutschland drauf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die deutsche Flagge ist. Wir gucken mal, ob es auf der anderen Seite genauso ist. In dem Raum die gleiche Flagge. Und meine Freunde, jetzt kommt's. Wir haben ja zweimal, ja, zwei verschiedene Deutschlandflaggen. Einmal die kolumbianische und einmal die deutsche. Naja, der Mythos ist auf jeden Fall wahr. Wir lassen das mal. Kennen wir ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Mythos. Mythos: Auf der Map Villa vor dem Raum Schlafzimmer steht eine Figur und genau gleich steht auch im Kunstlager. Ich glaube, du meinst, diese Figur hier sieht eigentlich ziemlich nice aus, würde ich sagen. Ne? Kann man sich geben. So, erstens angeguckt, wir machen uns auf den Weg zum Schlafzimmer, beziehungsweise vor dem Schlafzimmer. Meintest du? Bin mal gespannt, ob wir das auch wirklich dort sehen. Falls ja, hatten die Besitzer oder die Diebe hier im Raum wirklich Geschmack? Und die Figur ist es nicht, aber ich glaube, du meinst die Figur, kann man eindeutig erkennen, ist wahr, Mythos, stimmt. Ziemlich nice. Ja, meine Freunde, das war's mit dem Video. Falls du noch andere Mythen hast, gerne unten in die Kommentare schreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Jetzt will ich euch kurz nochmal eine Software präsentieren. Damit kannst du Videos schneiden, aber seht selbst.
Ich wollte euch noch Filmora 9 vorstellen, und zwar ist das so wie Final Cut Pro einfach ein Videobearbeitungsprogramm, wo ihr einfach unzählige Möglichkeiten habt. Ihr habt schon tausendfach vorgefertigte Texte, die ihr einfach hinzufügen könnt, Übergänge, ne? Allein schon ich habe hier 183 und das sind halt die Standards-Dinger, ein paar Effekte, sei es Gaming, Vlog, Übergänge, Transitions und so weiter. Ne? Das zum Beispiel könnt ihr auch hinzufügen, sieht geil aus und das ist einfach Drag and Drop. Markierst den, ziehst es rüber und schon ist es halt quasi drin. Du hast einfach so viele Sachen, ist halt themenbasiert, sei es Vlog, sei es Gaming, sei es Musik, alles, was ihr halt quasi braucht. Da gibt es halt unzählige Sachen, ziehst einfach rüber und die Effekte sind drin. Sehr einfach, kostenlos. Manche Effekte kosten Geld und so sieht das im Endeffekt aus, meine Freunde. Also falls du Lust hast, kannst du gerne vorbeischauen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.